Nein, dahin. Und dahin. So. So ist das doch allemal ganz gut. Man sieht, wie das springt ein bisschen hin und her. Ist mir aber auch relativ rille. Das schafft mein Atomkraftwerkchen da hinten. So, bei dem brauchen wir 10 Festbrennstoff. Also auch 2 von diesen Chemiefabriken. Gerade keine, deswegen basteln wir uns die mal so per Hand gerade erstmal. So Leute, ich würde sagen, ihr macht mal hier ein bisschen. 1000 Bauhobbys hier unterwegs. Denn ich möchte gerne die ganze Sache hier so drunter bauen. Bedeutet hier an der Stelle. Zack, hier möchte ich jetzt. Nein, brauche ich nicht die dafür? Es erschließt mich nicht ganz die Logik dabei. Da, 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 da. So. So. Ja, eigentlich einfach so. Hier dann bam bam bam. Teiler noch hin. Zack. Und zack. Das Ganze natürlich wieder über Greiferchen. Hier und hier. Eine Lampe, wir haben es doch. Und hier nochmal dasselbe wie hier. Zack. So, jetzt ist die Frage. Leuchte, 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 leuchte kommt hier runter. Ja, das war ein bisschen zu weit weg. So. So, jetzt kommt hier erstmal schön leicht Öl. Perfekt. So, haben wir das auch schon geklärt. Bam, bam. Und hier passive Kisten. Mal auf 4 begrenzen. Warum ich das jetzt erstmal so mache, ist eine nette Frage, die auch eine gute Antwort bedarf. Aber die ist recht simpel. So, denn ich möchte erstmal das Lager frei bekommen, weil hier im Lager sind 364. Beziehungsweise geht ja hier dieses alte Fließband, was jetzt nicht mehr gebraucht wird, hier lang. Und das werde ich jetzt nämlich abreißen. Und dieser ganze Festbrennstoff, der hier drauf ist, der muss ja auch noch mal irgendwie verarbeitet werden. Da würde mir sonst mein Lager vollmüllen, was ja nicht sein muss. Deswegen erstmal per Anforderungskiste. Das hat man hier hingebaut, als die blauen Wissenschaftspakete statt Schwefel diesen Festbrennstoff noch brauchten. Und das reißen wir gerade hier ab. Das ist verstaubt sonst, der Festbrennstoff. Und wir können ihn besser verwenden. So.
So. Jetzt hier das Ganze nachzuvollziehen. Aber wenn man sich überlegt, das hatten wir dann per Hand gebaut oder so, ne? Kann das sein, dass man das noch per Hand gebaut hat? Ich weiß es schon nicht mehr. Jedenfalls, das Abreißen geht halt jetzt übelst schnell durch die Roboter. Okay, hier fehlt ein Stück Abdeckung. Da müssen wir noch mal ran. So, wo war das bis dahin? Genau. So. Und jetzt mal gucken. Ja, wir haben es geschafft, alle Bauroboter in die Wüste zu schicken. Und deswegen sieht man jetzt, der Zähler geht hoch. Es werden neue Bauroboter reingeschmissen von alleine. Also das ist ein System, was sich alleine am Leben erhält und verbessert bei Bedarf. Und das ist eben an dieser Stelle hier, weil ich hier angegeben habe, wenn weniger als 50 Bauroboter frei sind im ganzen System, hau einfach welche nach. Und das wird jetzt getan. Okay. So. Das geht nicht ganz so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte, erstaunlicherweise. Das finde ich recht interessant. Dann platzieren wir das hier daneben noch einmal. So. Zack. So, das müsste jetzt eigentlich alles dann hier laufen und gebaut werden. Muss ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen. So, über diesen letzten kleinen Rest, der da abgerissen werden muss, muss ich mich noch kümmern. Dieser Marder 3200 jetzt schon, der da einfach mal lang läuft. So. Festbrennstoff einfach hin. So. Bam, 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 bam. Bam. Zack. Automatischer Abfall möchte ich auch Festbrennstoff drin haben und den brauche ich einfach null. So. Sehr schön. Jetzt wird hier das erste gebaut und wird hochgeschafft zum Silo. Also einen von drei Teilen haben wir jetzt schon mal im Bau. Es eskaliert natürlich jetzt hier. Das ist ganz klar. Aber was soll's, ne? Große Abrissaktion. Es werden mehr Drohnen rausgeschickt. Die sich jetzt natürlich hier staunen am Laden. 3400, aber wir haben wieder freie. Und das sieht man, das System hat sich alleine geregelt. Ich habe einen Auftrag gegeben, er ist groß mal in Extrem geschossen und es hat sich alleine geregelt. Ich musste nicht eingreifen und genau dahin will ich bei allen Dingen, dass wenn ich Großaufträge aufgebe und was anderes werde ich später nicht mehr tun, dass sich das System dann alleine absichert. Woher kommt die denn? Ah!
wird geliefert. Und woher kommen die, bitteschön? Hä? Ich bin gerade ein klein wenig irritiert. Woher? Hier werden die produziert, hier werden sie bloß rausgegeben. Irgendwo müssten sie jetzt halt eigentlich noch produziert werden. Und ich frage mich gerade, wo? Ich ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Also wenn es einer gesehen hat, wo ich jetzt drüber gescrollt hat, kann es mir gerne mit Uhrzeit reinschreiben, aber ehrlich, nicht. Ah, hier. Ja, hier. Richtig. Sehr schön. Also haben wir da auch schon eine kleine Produktion. Also fehlt jetzt quasi nur noch diese hier. Und dazu fehlen die Geschwindigkeitsmodule 1. So, und die sind einfach grüne und rote und bam. So, das dürfte relativ easy going zu machen sein. Reißen wir auch den hier mal weg. So. Bam. Bam. Zack, zack, zack. So. Bam, 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 bam. Auf zwei begrenzen. Grün und rot. Grün. Bitteschön 100. Und rote, bitteschön. Auch 100. So. Jetzt werden alle drei Dinge gebaut. Bei weitem noch nicht optimal und schnell genug, aber sie werden gebaut. Und das nun mal ist die Hauptsache. 16.000 Festbrennstoff lag da dumm in der Gegend rum. Weißt du, wie viel Öl da dumm rum in der Gegend lag? Da haben die jetzt erstmal hier ordentlich zu machen, bevor wir hier das umschleusen können hier. Nach unten. Meine Fresse, ey. Kranker Scheiß. So. Das läuft hier jetzt alles. Ja, hier haben die auch alles abgerissen. Wir haben jetzt beim nächsten Großauftrag 3423 Bauis zur Verfügung. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ja. Die Wissenschaftsdinger für die Rakete brauchen wir ja, sonst lohnt sich das nicht. Beziehungsweise wir müssen ja noch den Satelliten hochschießen.
brauchen wir ja auch noch eine Fabrik dafür. Bauen wir denn schon mal Radar? Ist ja das, was wir noch gar nicht betrachtet haben. Nein, bauen wir noch nicht automatisch. Dann werde ich das nämlich hier noch mit einbringen. Dass hier eine Fabrik für Radare ist. Sehr schön. So. Reicht ein Stack vollkommen aus. Eisenplatten, jawohl. Zahnräder, jawohl. Grüne Schaltkreise, jawohl. So. Und bitteschön, Eskalation. So. Kurzer Blick zur Absicherung hier rüber. Gut, wie viel Dampf ist jetzt hier drin? 3,8. Okay. Okidokli. Die machen hier und tun. Das gefällt mir sehr gut. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ja, das hatte ich. Ich hatte jetzt die. Sind ja abgekommen mit dem Radarin. Genau, da müssen wir auch auf jeden Fall noch welche bauen. Ich würde sagen, damit das irgendwo an einer Stelle ist, damit ich das weiß, werde ich das hier drunter bauen, dass da drüber die Teile kommen und hier drunter halt die anderen. So. Okay. Das Ganze hier auch wieder auf zwei Stacks begrenzen. Macht sonst keinen Spaß. Ja, 100, genau. Und hier die Speed-Module 1. Dann haben wir auch 100. So. Sehr schön. So. So, das ist doch hier alles gemanagt und getan. Hier wird auch geliefert. Und hier wird auch geliefert dementsprechend, was da rauskommt. So. Jetzt brauche ich hier einen Stromschalter. Den bastel ich mir nämlich hier hin. So. Eine passive Anbieterkiste. So. Gut. Oh, doch da. Wenn das unter 1001 dann aktiviere.